Zuckerjunkies, Folge 163. Schön, dass du eingeschaltet hast. Dieser Podcast vermittelt dir Techniken, anwendbares Wissen für mehr Selbstsicherheit mit deinem Diabetes im Alltag. Viel Spaß mit der Show. Hallöchen, meine lieben Zuckerjunkies da draußen. Meine heutige lange Leitung geht nach Darmstadt. Und zwar habe ich hier eine Wiederholungstäterin. Ganz ehrlich, langsam wohnt die, glaube ich, auch schon in meinem Podcast. Ich hatte sie in der Folge 33, in der Folge 60, in der Folge 78. Dann hatte ich sie, glaube ich, auch in einem Interview mit der Blood Sugar Lounge. Ja, das verlinke ich euch alle, weil ich erkläre jetzt nicht gar nicht groß, wer sie so wirklich ist und was sie so treibt und sonst was. Das kannst du vielleicht auch nachher nochmal erzählen. Auf jeden Fall habe ich heute am Mikrofon die Ramona Stanek. Halli und Hallöchen. Hallo, ich schon wieder. Du schon wieder. Ja, Blood Sugar Lounge war auch, gell? Ja, aber da hatten ja wir dich als Partner quasi. Stimmt, da haben wir die Sache ja umgedreht. Ja, da hatten wir ja einen Dreier. Genau, bist nicht immer nur du der Chef. Stimmt, ja, guck. Ha! Habe ich den... Oh, Schande, aber ich werde ihn verlinken in diese Folge, damit ihr auch meine zarte Stimme mal auf der anderen Seite hört. Oh, okay, geil. So, schreibe ich mal auf. Ja, Ramona, warum ich dich schon wieder angehauen habe, und zwar bist du schuld daran, dass ich leicht verwirrt in die Welt geschaut habe nach einem Post von dir mit dem Kommentar irgendwie Labarababa und Druckhypo. Diesen Post hast du, so wie ich mich noch erinnern kann, auf Insta irgendwo rausgeschickt. Und dann ging es so das Thema irgendwas, dass du eine Hypo bekommen kannst, wenn irgendwas mit dem Sensor nicht richtig ist oder hat irgendwas mit dem Drücken zu tun. Ich habe gedacht, ach komm, ich spare mir den ganzen Kram. Das kann die Ramona mir in dem Podcast noch mal erklären. Erklär mal, was ist denn bitteschön eine Druckhypo? Okay, also erstmal möchte ich bitte festhalten, wir nennen diesen Podcast bitte zu viel Druck auf dem Sensor. Das fände ich sehr lustig, sonst wahrscheinlich niemand. Aber ja, kann sein, dass ich darüber mal auf Instagram geschrieben habe. Ich schreibe da ja auch viel, wenn der Tag lang ist. Aber tatsächlich, ja, Druckhypos sind ein Problem und die treten auf, wie der Name schon vermuten lässt, wenn zu viel Druck auf den Sensor kommt. Aber natürlich hat man dann keine echte Hypo, das wäre ja noch schöner. Aber der Sensor denkt eben, man hätte eine Hypo. Und reißt einen dann auch bevorzugt mal nachts aus dem Schlaf. Ja klar, weil du da halt die Seitenschläfe-Arschkarte, ne? Ja, genau. Oder Bauchstelle. Der Dexcom-Wende-Service. Auch geil, der Dexcom-Wende-Service. Oh geil, warte mal. Der Dexcom-Wende, ich muss ja sowas gleich mal aufschreiben, wer weiß, was ich sowas wieder Wende-Service. Ja, das ist cool. Wie ist man denn bitteschön, ich meine, man pennt ja, ja klar, wahrscheinlich aufgrund einer nicht vorhandenen Gegenregulation oder wie ist man denn auf die Idee gekommen, dass das überhaupt so passiert? Ich meine, du pennst ja eigentlich. Das ist eigentlich recht einfach, weil der Sensor, beziehungsweise zumindest beim Dexcom und beim Freestyle Libre und auch beim Guardian ist es der Fall, die haben ja alle einen Sensorfaden. Und der liegt ja im interstitiellen Wasser quasi, also im Gewebswasser und schwimmt da so vor sich hin. Und wenn man sich dann natürlich draufrollt und da mit seinem kompletten Körpergewicht drauf liegt, ja, dann drückt man natürlich diese Flüssigkeit weg und der Sensor liegt quasi trocken und das führt dazu, dass da quasi keine Glukose mehr um ihn rum ist und er dann denkt, okay, wir haben Unterzucker. Das hast du jetzt schön erklärt, ja. Ich habe mir das gerade so alles bildlich vorgestellt, weißt du, so der Sensorfaden, so locker wie so ein Wurm im Wasser, ja. Und auf einmal zieht irgendeiner einen Schöpsel und dann liegt das Ding furztrocken, ja, irgendwo im Sand. Der Sensorfaden ist ja klar, der ist ja scheiße klein. Aber ich muss jetzt echt mich anstrengen, dass ich mir das vorstellen kann, dass du wirklich dass du jetzt wirklich sagst, das ist so, sondern dass der durch diesen Druck auf den Sensor, dass das Ding sich so wegdrückt,
dass es nichts mehr zu messen hat. Das ist ja schon unglaublich eigentlich schon. Also nicht nur eigentlich, das ist unglaublich. Ja, und vor allem tritt es ja auch wirklich bei allen Sensoren auf. Also ob die jetzt im 45-Grad-Winkel oder im 90-Grad-Winkel reingestochen werden, sobald was weggedrückt wird, zack, Hypo angeblich. Okay. Und welcher Klugscheißer hat denn das wieder rausgefunden? Ja, gute Frage. Natürlich von Seiten der Hersteller ist das absolut nicht existent, wie es halt immer so ist. Aber ich habe es auf Instagram auch tatsächlich schon sehr oft gelesen, dass Leute damit Probleme haben. Besonders halt die, die ihre Sensoren am Arm tragen und dann nachts schön auf der Seite liegen. Ja, deswegen gehöre ich zu den Bauchschläfern. Geil. Ja, nur Vorteile. Nur Vorteile. Ja, ja, dann trag den Sensor mal lieber nicht am Bauch. Dann gleiches Problem. Nö, dann, aber, achso, dann wäre ich zum Rückenschläfer, ja. Also das hatte ich, aber jetzt muss ich sagen, toi, 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 hatte ich, ja gut, wahrscheinlich hatte ich es noch nie, weil ich halt ein Bauchschläfer bin und diesen Sensor habe ich ratzfatz auf dem Arm gehabt, weil das mit dem Bauch hat bei mir gar nicht funktioniert. Da bin ich durchgedreht mit dem Ding. Ja, hat mich aber auch immer sehr genervt. Ja, und wenn mir irgendwas auf den Sack geht, ne, weg damit oder halt woanders hin. Genau. Okay. Gut, das heißt, es macht hier einen richtigen Alarm. Jetzt muss ich mal blöd fragen, wie lang braucht der dann, um sich wieder aufzurappeln? Gibt's, also ist es dann sofort wieder weg, sobald ich mich zur Seite drehe? Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, aber bei mir geht es dann tatsächlich schon relativ schnell wieder weg. Beziehungsweise es hilft dann auch wirklich tatsächlich einfach sich umzudrehen und die betreffende Stelle ein bisschen zu massieren, damit da wieder ein bisschen Bewegung quasi reinkommt. Mhm. Okay, ich will aber pennen, ich habe keinen Bock. Das kann jemand anders machen, wenn ich penne. Massier mich. Ja. Schatz, massier mich. Normalerweise ist das immer, kraul mir den Hintern, nee, kraul mir den Arm. Super. Wach ist ja eh schon vom Alarm, alles egal. Ja, hast auch wieder recht, ja, stimmt. Ja, du, dann nehmen wir doch mal kurz die Grätsche rüber zum Eversense, na, von Akkucheck. Genau. Den hast du ja auch mal testweise getragen oder trägst du den noch testweise? Genau, also ich trage ihn nicht mehr. Ich habe ihn im Rahmen von einem Produkttest von Roche zur Verfügung gestellt bekommen und hatte ihn dann auch 180 Tage im Arm. Und da, mit dem Sensor, hat man tatsächlich keine Probleme mit Druckhypos, aber der misst ja durch Licht quasi. Der hat ja ein anderes Messsystem. Da ist ja kein Faden oder sowas drin, sondern er sendet ja immer Lichtsignale hin und her zwischen dem Sensor im Oberarm und dem Transmitter, der aufgeklebt ist. Und ja, den stört es natürlich nicht, wenn man da drauf liegt. Leonardo DiCaprio mit dem Eversense in der Pose bei der Titanic. Ich bin der König der Welt und es blinkt und irgendein Schiff fährt dagegen, weil er dachte, oh scheiße, das ist doch kein Leuchtturm. Genau. Okay, lustig. Es wär geil, wenn du so in der Nacht so Disco-Licht hast im Arm oder so. Aber das sieht man ja gar nicht. Langweilig. Also das ist eine fancy Vorstellung, aber man hat ja den Transmitter drüber geklebt. Ja, und der ist ja auch tatsächlich deswegen schwarz, damit er abdunkelt. Also langweilig. Damit diese Lichtsignale gut durchkommen können. Okay, eindeutig langweilig. Ich fände es jetzt viel cooler, wenn man sagt, hier, guck, hast Snap, willst du, kannst du mit RGB dir Farben mischen. Vielleicht kriegst du dann irgendwie durch den Arm so durch irgendwie ein Fernsehprogramm. Man sagt, oh, guck mal am Arm, Netflix, geil. Ja. Okay, ach, mit Licht, okay. Guck mal, mit dem Eversense, es wird auch mal Zeit, dass ich mir da jemand meine Podcast hole. Finde ich spannend. Langfristig interessiert mich natürlich die gesamte Narbenbildung bei dem ganzen Thema. Weil wir reden ja nicht über ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Wir reden ja über echt viele Jahre. Und das ist auch einer der Gründe, warum bis jetzt keiner mir irgendwie was da in den Arm reinschnippeln durfte. Ja, das ist aber tatsächlich so eine Sache. Also ich wollte ihn halt mal ausprobieren. Da hat es mich auch jetzt nicht gestört, dass ich die eine Narbe quasi davon habe. Aber die ist schon nicht so klein. Und wenn man das dann wirklich immer und immer wieder hat, und wie du sagst, der hält ja nicht ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre, sondern halt 180 Tage, wenn es gut läuft. Wenn er früher aussteigt, dann halt noch weniger. Und das war dann auch einer der Hauptgründe für mich, warum ich gesagt habe, nee, lieber wieder Druckhypos. Ja. Also ich finde den Gedanken, ja, von Eversense einfach nur geil. Ja, also der Gedanke, ja, oder das Prinzip, nicht der Gedanke, das Prinzip finde ich mega. Ja, also
genau in die Richtung habe ich also ich habe solche Gedanken schon viel früher gehabt. Ja, nur einfach zu dumm für sowas. Und es ist immer schwierig. Ja, du müsstest quasi irgendwas erfinden, dass das Ding einfach da drin bleiben kann. Ja, dass es seine Energie bekommt, quasi. Passive Stromquellen gibt es ja schon. Also das ist jetzt mal so der Lifehack, den man irgendwie noch finden muss, damit das Ding funktioniert. Oder ich bin eher davon überzeugt, dass wir Sensoren von außen bekommen. Gibt es ja jetzt auch die K-Watch, wo sie ja gerade rumspielen. Vielleicht gibt es mal irgendwas, wo man halt nichts mehr pieksen, nichts mehr aufschneiden muss. Und bei der Uhr kriegst du bestimmt auch kein Druckhypo. Wahrscheinlich nicht. Nee, ne? Aber nee. Spannend, ja, ist ja geil. Ja, das wollte ich jetzt einfach mal wissen. Ja, spannende Sache, ne? Da kann ich tatsächlich auch noch einen klugen Tipp hier am Rande mitgeben, wenn ich hier schon wieder dabei bin, meine weißen Worte zu verstreuen. Oh ja, hau raus, Gandalf. Ja, trinken hilft. Wow. Ja, du wirst lachen. Ich habe mir vorhin überlegt, ob ich den blöden Satz bringe, aber sage, ja, wenn ich trinke, dann wird schon nicht passieren. Also ist es wirklich so, wenn du genügend Flüssigkeit zu dir nimmst, also wir reden jetzt mal von diesem berühmten 1,5-2 Liter, ist oder mehr, ich weiß nicht, von was redest du jetzt? Ja, auf jeden Fall genug. Also ich würde schon so 2 Liter am Tag anpeilen. Ja, und wir reden von Wasser, ne, Ladies and Gentlemen? Ach so, ja. Ach scheiße, okay, habe ich das. Ja, die Geisenmaus, ja, ist doch schon ein Liter. Genau. Okay, ja geil. Okay, also dann alle, die ein Druckhypoproblemchen haben, ordentlich viel trinken. Habt dann Wasserbauch, ist auch nicht schlecht, gluckert so schön. Dann fühlt ihr euch wie im Wasserbett, das ist auch nicht übel. Genau. Ja, Ramona, ich würde sagen, haben wir da draußen irgendwie wieder was gelernt? Und ich würde mal sagen, vielen Dank für deine Kein Zeit. Problem. Kurz und knackig. Kurz und knackig, und wir werden uns bestimmt natürlich in irgendeiner Podcast-Folge wieder treffen. Die Themen gehen mir nie aus. Auf jeden Fall. Ja, und bis dahin, bis wir uns in der realen Welt wiedersehen, wünsche ich dir alles erdenklich Gute. Schön. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Okay, jetzt bist du dran. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und du verpasst keine Folge mehr. Teile diesen Podcast auch mit deinen Freunden, Bekannten und Verwandten, denn jeder kennt irgendeinen Zuckerjunkie. Eine Bitte habe ich jetzt noch, geh auf iTunes und bewerte diesen Podcast mit 5 Sternen und gerne auch mit einem Kommentar, was dir gefallen hat oder welche Folgen du ganz gerne mal hören möchtest. Wenn du mehr über die Zuckerjunkies wissen möchtest, besuche auch meinen Blog zuckerjunkies.com. Dort findest du natürlich noch viel mehr über das ganze Thema Diabetes. Und bis dahin, wir lesen und hören uns. Bis bald.